und natürlich Hallo Tübingen. Ich schreie lieber nicht so laut, denn wir haben eine ganz klare Lärmbegrenzung für die Lautstärke hier auf dem Festplatz wegen der Anwohner auf der anderen Seite vom Neckar. Ich wohne jetzt mittlerweile selber dort und überprüfe ganz genau, ob es womöglich zu laut ist bei diesem Festival. Aber ich hoffe, dass die Freude an der Musik überwiegt. In dem Programm, das ich mir gerade noch mal besorgt habe, da gibt es ein schönes Foto von unserem Bundespräsidenten Horst Köhler, der ein wunderbares Grußwort geschrieben hat für dieses Afrika-Festival. Jetzt kann er leider nicht mehr kommen, um es selber vorzulesen, aber er hat bestimmt recht mit dem, was er dort schreibt, dass das einfach eine großartige kulturelle Bereicherung für unsere Stadt ist. Und ich will Sie alle bitten, den Organisatorinnen und Organisatoren, die dieses Festival möglich gemacht haben, jetzt mit einem donnernden Applaus, so laut wie Sie wollen, egal was die Lautstärke betrifft. Vielen Dank. Sie haben es schon beim Einmarsch gesehen, so lustig geht es sonst in einer pietistischen Stadt niemals zu. Man darf hier so mit grünen Wedeln durch die Gegend rennen und alle lachen um einen herum. Das ist ein wunderschönes Gefühl und ich glaube, das ist auch was, was Afrika uns geben kann. Die Freude am Leben, diese Stimmung und natürlich die Musik. Wunderschön, dass es dieses Wochenende hier eingebettet in diese Stände und die vielen Angebote in Tübingen stattfinden kann. Da kommt noch ein wichtiges Accessoire, darauf muss man hinweisen. Afrika, Südafrika ist natürlich zurzeit wegen der Fußball-WM in aller Munde, hätte ich fast gesagt, bei so einem großen Schuh geht es nicht. Das ist der Schuh von Uruguay. Alle Mannschaften haben einen Schuh mit Unterschriften in Deutschland im Umlauf. Der Uruguay-Schuh ist der Tübinger Schuh und das ist eine Spendenaktion für medizinische Versorgung in Afrika, auf die ihr auf diese Art und Weise nochmal aufmerksam machen möchte. Wir helfen Afrika, heißt diese Initiative. Und die Tübinger Spenden sind noch nicht so toll wie die von anderen Städten. Also wenn Sie nachher nach Hause gehen noch Geld übrig haben, da wäre ein geeigneter Ort, um das dann zu deponieren. Oder hier. Und was jetzt die noch nicht so zahlreichen Gäste angeht, da ist es wahrscheinlich so, die ganze Woche über war es so kalt, dass kein Mensch sich vorstellen konnte, dass ein Afrika-Festival stattfindet. Und jetzt, wenn es dann mal ein bisschen über 20 Grad hat, ist es den Deutschen sofort wieder zu heiß. Und sie halten es nicht aus auf dem Festplatz, sie sind stattdessen alle im Freibad. Also ganz, ganz ruhig, die kommen heute Abend alle so ab 20 Grad, geht die wieder raus. Und wenn die Sonne ein bisschen tiefer steht, dann kommen die auf den Festplatz. Und dann wird es heute ein wunderschöner Abend. Das wünsche ich jedenfalls uns allen. Und nach mir spricht der stellvertretende Botschafter von Tansania, den ich jetzt auch nochmal ganz herzlich begrüßen möchte. Sie erkennen ihn daran, dass er im Unterschied zu den Kollegen eine Anzughose trägt. Sie sehen jetzt sofort Herrn Ali Saba, den stellvertretenden Botschafter von Tansania. Und er ist uns ganz herzlich willkommen, weil wir gerade dabei sind, mit Moshi, einer Stadt in Tansania, eine Partnerschaft aufzubauen und wir hier Unterstützung von der Botschaft erhalten. Schön, dass Sie zum ersten Mal nach Tübingen gekommen sind und wir freuen uns sehr, dass auch Sie mit dem kleinen Grußwort den Start geben für dieses Afrika-Festival. Viel, viel gute Laune wünsche ich Ihnen, viel schöne Musik, das Wetter spielt mit. Herzlichen Dank für Ihr Kommen, herzlichen Dank allen, die mitgemacht haben und herzlichen Dank Ihnen, Herr Sava, dass Sie hier sind.